Wir schauen uns jetzt gemeinsam einmal die Niere an. Die Nieren sind zwei paarige Organe, die retroperitoneal liegen. Retroperitoneal heißt hinter der eigentlichen Bauchhöhle. Und so eine Niere, die ist so bohnenförmig, die hat außen eine Rinde und ein Mark und hat natürlich eine Kapsel außenrum. Und hier diese Einkerbung, die nennen wir Hilus. Und in den Hilus hinein münden auch die großen Gefäße für die Niere, nämlich die Arteria renalis, die Vena renalis und dann natürlich die vegetative Innervation durch den Plexus renalis. Wegziehen tut hier der Harnleiter, der Ureter. So eine Niere hat einen oberen und einen unteren Pol. Hier ist die Niere ein Stückchen angeschnitten, dass man hier einen freien Blick auf die sogenannten Nierenpyramiden hat. Das sind nämlich diese Strukturen. Die Niere liegt circa auf Höhe des 12. Thorakalwirbels bis zum 3. Lendenwirbel und hier das Hilum liegt circa auf Höhe des 2. Lendenwirbelkörpers. In der Rinde haben wir die eigentlichen Funktionseinheiten der Niere. Die Funktionseinheit heißt Nephron oder Nierenkörperchen und das ist nichts anderes als Gefäßknäuelchen, die von einer Kapsel umgeben sind. Die Kapsel heißt Baumannsche Kapsel und unten haben sie ein offenes Ende und in das offene Ende hinein, dieses Ende zieht sich in ein verzweigtes Rohrsystem und dieses verzweigte Rohrsystem zieht dann irgendwann hier hinein. Das verzweigte Rohrsystem heißt Tubulussystem. Das heißt, die kleinste Baueinheit der Niere, das heißt, hier würden wir ein sehr starkes Mikroskop brauchen, um das zu sehen, heißt Nephron. Und so ein Nephron besteht aus einem Glomerulum. Ein Glomerulum, das ist so ein einzelnes kleines Gefäßknäuelchen, das von der Baumannkapsel umgeben ist, und dem Tubulussystem. Und das ist die eigentliche Filtereinheit der Niere.